Zweites Kapitel. Geschundene Erde. Neun Monate zuvor. Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit. Doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause komme. Doch Geduld gehörte nicht gerade zu Annas Stärken. Oh, wie gemein, diese Taube. Na toll, jetzt flattert sie da herum und hat unseren Schlüssel geklaut. Oh. Das habe ich gerade gesehen. Kleine junge Dame. Hallo. Oh. Alle Taxis an die Marne. Oha. Deutsche Armee vor Paris. Die Erinnerung mal durchlesen. Die Marne-Taxis. Da ist das, was wir gefunden haben. Journal. Okay. Wir brauchen irgendwie. Okay, ja. Danke. Nee, das passt nicht, aber der passt hier. So. Ein dreieckiger. Der könnte gehen. Ja. Und wir brauchen irgendwas. Wir brauchen Wasser, um den Kühler zu kühlen. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Eimer. Oh je. Was ist denn passiert? Oh je. Oh Gott. Geht's besser. Merci, Madame. Ah, danke. Das habe ich gebraucht. Vielen Dank. So, jetzt können wir auf. Steigt ein, es geht los. Oh je, oh je. Oh nein. Oh. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh. Wow.
Oh. Oh, oh, oh Gott. Das ist doch schon ein bisschen... Oh nein. Oh. Oh Gott. Oh. Oh. Das ist ein bisschen Pixar. Okay, jetzt doch nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oha. Oh, oh, hey! Lasst mir meinen Platz. Okay. Oh, 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 geschafft. Jawohl. Puh. 7. September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Ja. Leichen. Frankreich, Marne, 7. September 1914. Oh, man hört schon die Schlangenschreie. Dann kümmern wir uns mal um ihn. Bein einrenken. Aua, aua, aua. Voilà. Oder wieder gerade sitzen. Ah! Das tat ihn. So. Wo bin ich? Es wird schon wieder. 7 Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete weiter. Habt ihr das gesehen? Deutsche neben Franzosen. Ypern, Belgien, 22. April 1915. Oh Gott. Den allen müssen wir jetzt helfen. Ah, da haben wir aber viel zu tun. Da haben wir jetzt viel zu tun. Hey, warte da. Frag genug. Eine Säge. Okay. Das Blutbad. Wer möchte, kann sich das wieder natürlich durchlesen. Und die Krankenschwestern. Okay, so was haben wir hier? Ein paar Socken. Talgsocken. Was haben wir hier? Nichts. Und da? Eine Säge. Okay. Betäuben wir ihn erstmal. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Lieber Arm ab als Arm dran, ne? Ja, wo bin ich? Nehmen wir die Säge noch. Brauchen wir wahrscheinlich noch mal. Das bist mit ihm. Okay. Mhm. Und wie? Ah, okay. Ach. Ja, wunderbar. Den Schal können wir gebrauchen. Da liegt noch was. Krankenschwesterhandbuch. Mhm. Also sowas, wie man am besten welche Verwundung heilen kann. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich erstmal eine Flasche oder sowas. Und er braucht eine Krücke. Er braucht was zu trinken. So, stellen wir es mal dahin. Das wieder mit. Was haben wir hier? Feldgeschirr mit Löchern. Mhm. Hier unten ist noch was. Oh, zwischen all den Leichen. Ein Brief. Eines preußischen Soldaten. 6. September 1914. Meine liebe Tochter, wir rücken zügig durch Frankreich vor. Die Landschaft ist wunderschön. Ich würde das lieber mit dir genießen, als hier Menschen zu töten. Ich denke die ganze Zeit an dich. Dein Vater, Wolfgang. Na, ich glaube, da kann man sich wirklich einiges besser vorstellen, als hier zu sein. Der braucht noch eine Krücke. Der begräbt hier seinen Freund. Er braucht auch Erste Hilfe. Dann kümmern wir uns mal um ihn. Oh Gott. Hoppala. Oh, oh, oh. Wow, jetzt werde ich langsam nervös. Aber es geht. Er wird's überleben. Ein Grab gemacht. Fehlt ein Kreuz. Ja. Ein Meer aus Kreuzen. Ich persönlich kann euch da auch ein Lied auch empfehlen. Das heißt, als die Waffen schwiegen von meiner Lieblingsband. Schaut einfach mal danach und hört es euch einfach mal an. Es ist sehr, sehr passend zu diesem Thema, was wir hier gerade spielen. So, meine Krücke habe ich nicht gefunden, aber vielleicht geht das. Naja, damit geht's wohl auch gut. Da ist noch jemand. Oh Gott, unter den... Oh nein. Inzwischen all dieser Leichen, oh mein Gott. Ist egal, ob jetzt Franzose oder Deutsche. Oh. Ups. Nochmal. Ich hab mich verdrückt. Oh.
Kugel rausnehmen. Bei mir. Eieieiei. Und desinfizieren. Ja. Noch was geben. So. Danke. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Papa! Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen.